Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah Isabel und ich habe heute ein ganz spannendes Experiment für euch. Und falls du jetzt noch nicht Teil dieser kleinen YouTube-Familie hier bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt auf den Abonnieren-Button klickst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, denn es gibt hier immer 3 Stück jede Woche und ich würde mich so sehr freuen, immer in den Kommentaren von dir zu lesen. So Leute, ich bin so aufgeregt. Dieses Video möchte ich schon so lange drehen. Eine Zuschauerin hat mich gefragt, ob ich nicht mal die Muffelpinsel-Challenge machen möchte. Ich habe übrigens nichts dazu auf YouTube gefunden. Deswegen erkläre ich kurz, worum es gehen soll. Und zwar habe ich diese wundervollen Pinsel hier, die immer in Paletten oder allgemein anderen Make-up-Produkten einfach dabei sind. Oder auch in diesen Blushes, wo immer diese wundervollen Pinsel drin sind. Die dann so aussehen, zum Beispiel. Und das heutige Video wird das Experiment, ob man mit diesen Pinseln, die immer bei den Produkten dabei sind, also ja irgendwie dafür gedacht sein sollen, dass man damit ein wunderschönes Make-up zaubern kann, denn auch überhaupt zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass ich die Teile eigentlich immer wegschmeiße oder verliere, was dann im Endeffekt aufs selbe hinausläuft, nämlich, dass ich sie nicht mehr habe. Und ja, ich habe sogar 2 Pinsel dabei, die ich regelmäßig benutze. Darüber freue ich mich sehr, denn dieser Pinsel hier war zum Beispiel mal in einer Fake Naked Palette von Amazon drin. Und dieser Pinsel hier ist aus einer W7 Palette. Und der Rest besteht eigentlich nur aus solchen kleinen, kratzigen Irgendwas-Pinseln. Applikatoren. Oh, ganz vergessen, damit ich halt auch meine Foundation auftragen kann und dafür jetzt keinen Pinsel habe oder sowas, habe ich einfach mein altes Ebelin-Ei rausgekramt. Das ist dieses richtig harte, was man bei DM kaufen kann. Ich finde übrigens diesen schwarzen Ebelin-Schwamm richtig gut. Ich vermute, dass ich ziemlich viel Fallout haben werde, deswegen starte ich mit den Augen, aber das mache ich fast immer so. Und da ich heute auch keinen Concealer habe, benutze ich einfach die Foundation, die ich später auch nehmen werde, um einfach mal meine Augenlider zu neutralisieren. Also ich gebe es einfach drauf und blende das Ganze dann mit meinem wunderschönen Ebelin erstmal ein und benutze dann noch einfach ein farbliches Puder, um das Ganze so ein bisschen zu fixieren. Die Foundation, die ich heute benutze, ist übrigens von Action. Ich habe die euch schon mal in meinem Action-Make-Up-Test-Video gezeigt. Und ich hatte gerade ein bisschen das Gefühl, ich schlage mir mit diesem Ei mein Auge aus. Benutzen werden wir meine absolute Lieblings-Herbst-Palette im Moment. Und zwar ist es diese hier, die Revolution Reloaded Neutrals 3 Palette. Ich finde die so gut und sie kostet 4,99 €. Ich habe sie euch jetzt schon 1000 Mal gezeigt. Und wir benutzen sie heute, weil ich weiß, dass sie sonst auf meinen Augen auch funktioniert mit normalen Pinseln. Wir starten mit so einem Pinsel hier. Der ist aus einer Mini-Essence-Palette. Ich werde jetzt erstmal diesen Ton hier benutzen und den in meine Lidfalte auftragen. So ein bisschen als Übergangsfarbe. Das Einzige, was passiert ist, dass meine Lidschatten so schon relativ stark zerstört, weil die Borsten halt so pieksig sind. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit diesem Ton ein bisschen einfach verdunkeln und auch nochmal in meine Lidfalte gehen. Ich klopfe immer so den Pinsel ab und ich kriege hier solche richtigen Flecken auf meinem Handrücken. Also das Pigment wird auf jeden Fall stark transportiert, da kann man wirklich nichts sagen. Ich habe es jetzt nur hier im Innenwinkel so ein bisschen streifig. Das werde ich jetzt einfach mal mit diesem Blendepinsel ausblenden. Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht es dann anders aus als sonst. Also wenn ich es ausblende, ist es irgendwie so ungleichmäßiger als sonst. Ich würde sagen, wir benutzen heute einfach mal ein bisschen Gold. Und dafür benutze ich diesen kleinen Mini-Applikator hier. Der ist bei einem L'Oreal Quattro mal drin gewesen und werde in diesen Goldton gehen und das mal auf mein gesamtes bewegliches Lid setzen. Applikatoren benutze ich besonders für meine Instagram-Make-ups auch relativ häufig, weil halt das Pigment super stark damit aufs Lid gepresst werden kann und so sehr intensiv rauskommt. Ich benutze jetzt das Ende von dem Blenderpinsel aus der V7 Palette und gebe mir einmal diesen Ton hier in meinen Außenwinkel ein bisschen. Das hat sich auf jeden Fall jetzt super gut auftragen lassen. Und als nächstes möchte ich meine Lidfalte noch ein bisschen dunkler machen und benutze diesen Ton hier außen, diesen auberginefarbenen Ton und versuche nochmal mein Glück, das mit, mit diesem Pinsel vom Anfang aufzutragen. Blende ich das nochmal aus mit der Blenderseite von dem Naked Pinsel, weil der ein bisschen fluffiger ist als der von V7.
Okay, also das zweite Auge ist ready. Und ich muss sagen, in der Lidfalte das vorher mit diesem kleinen Mini-Pinsel zu machen, das war nicht so gut. Wobei das bei mir ja sowieso generell immer ein bisschen schwieriger ist, wegen meiner ganzen kleinen Fältchen, die ich auf dem Augenlid habe. Aber heute bin ich nicht so zufrieden. Es liegen hier einfach 1 Million kleine Haare gefühlt. Also irgendwie hat ein Pinsel hier ganz viele Haare verloren. Ich trage jetzt als erstes mal Foundation auf. Wie gesagt, das ist die von Action und ich benutze meinen Ebeline Schwamm, auf dem jetzt auch 1000 Haare drauf sind. Ich trage das erstmal mit meinen Fingern auf meinem Gesicht so ein bisschen auf und verblende das dann einfach mit dem Schwamm. Hat das einen Grund, dass ich den nicht mehr benutze? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt einfach noch was von meinem farbigen Puder auch mit dem Schwamm unter meinen Augen auftragen. Und hier an meinem Wangenbereich, einfach um die Foundation da so ein bisschen zu setzen bzw. abzupudern. So, wunderbar. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal mit meinen Augenbrauen weiter, weil wenn ich was an meinem Gesicht nicht mag, dann sind es meine Augenbrauen, weil sie so ungleichmäßig sind und hier vorne so licht. Ich benutze jetzt diesen diesen mini kleinen süßen Pinsel hier. Hier ist halt so ein kleiner Spoolie dran, um die Augenbrauen auszukämmen. Und hier ist so ein angeschrägter Pinsel dran. Ich werde jetzt eine Pomade verwenden und zwar die Anastasia Pomade, weil ich meine Essence Pomade gerade nicht finde. Aber wir benutzen die jetzt in Ash Brown. Also ich muss ja sagen, dass meine Augenbrauen nie das Beste an meinem Make-up sind. Und ich weiß nicht, also diese hier finde ich ganz okay geworden, aber irgendwie der Pinsel geht halt zu weit auseinander. Und ich muss dazu sagen, mein liebster Augenbrauenpinsel sonst für Pomaden ist auch von Essence, nämlich der Eyeliner-Pinsel. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wie ihr das Ergebnis findet. Ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, unter meine Augenbrauen noch einen hellen Ton aufzutragen, aber hier ist leider keiner drin und deswegen benutze ich jetzt mal dieses Weiß hier aus der Soph X Palette, auch von Revolution. Und das Produkt fällt einfach so durch die Gegend mit diesem Pinsel. Meine ganzen Wimpern werden weiß. Okay, als nächstes werde ich meine Wimpern einmal biegen mit meiner Wimpernzange, die übrigens von Primark ist. Die allerbeste meiner Meinung nach für 1,50 Euro. Und als Mascara benutze ich diese hier. Das ist die Fallback to Nature I Love Extreme Mascara von Essence, aber in braun. Einen von diesen dunkleren Tönen einfach an meinen unteren Wimpernkranz auftragen. Und dann auch noch Mascara unten. Wir kommen jetzt zu diesem Pinsel hier. Ich habe leider keinen anderen Gesichtspinsel mehr, weil ich, wie gesagt, alles wegschmeiße normalerweise, was bei Produkten dabei ist. Und bin sehr froh, dass ich von diesem Manhattan Powder Blush das noch nicht weggeworfen habe. Das sieht so aus. Aber als erstes benutze ich diesen wunderschönen Pinsel, um mein NYX Blush in der Farbe Taupe aufzutragen, was ich immer zum Konturieren benutze. Und damit versuchen wir das jetzt mal. Wow, man zerstört einfach das komplette Puder damit. Ja, also, was soll ich sagen? Irgendwie, nee. Also ich habe das Gefühl, ich nehme meine Foundation mit diesem Pinsel runter, weil er so kratzig ist einfach. Und er verteilt das Produkt auch mega ungleich einfach. Und Leute, hier ist einfach so viel Produkt überall. Hilfe! Extrem. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal mit dem gleichen Pinsel in das Puder. Blush. Boah, der Pinsel dabei war. Das war so ungleichmäßig. An mancher Stelle geht gar kein Produkt und dann an einer anderen ist dann so ein riesen Fleck. Ich würde sagen, der letzte Step ist jetzt Lippen. Und da habe ich eine Lippenpalette, die ich mal vom P2 gekauft habe. Ist dieser Lippenpinsel nämlich hier. Der ist halt einfach so pieksig und so auseinander mit den Haaren, dass wie will man damit eine ordentliche Kontur ziehen? Das sind übrigens Glosse, die ich ja auch nicht so mag, also let's try. Ja, in der Mitte ist halt noch alles gut, ne? Weil es da nicht um die Ränder geht.
Okay, Leute, also, ihr dürft sehr gerne jetzt einmal in den Kommentaren eine Punktebewertung von 1 bis 10 lassen, wie ihr diesen Look findet. Ich würde auf jeden Fall so rausgehen, also vielleicht jetzt nicht mit dem Lippenstift, ich finde, er passt halt nicht, aber es ist einer der Farben, die jetzt am besten noch dazu gepasst haben. Ich muss sagen, meine Augenbrauen finde ich okay, der Lidschatten ist definitiv auch okay, aber ich sehe halt, wenn ich genau hingucke, dass es hier und hier ein bisschen fleckig ist. Meine Kontur finde ich okay, auch mit dem Blush. Und der Auftrag jetzt gerade mit dem Gloss war wirklich schlimm. Ich hätte es viel, viel schlechter erwartet. Meiner Meinung nach bekommt man für super wenig Geld schon richtig gute Pinsel, zum Beispiel in der Drogerie oder auf Amazon. Ich würde trotzdem dabei bleiben, dass man nicht viel Geld ausgeben muss, aber vielleicht nicht unbedingt die benutzen sollte, die mit bei den Produkten dabei sind. Aber auch damit seht ihr, funktioniert es, wenn man es möchte. Ich hoffe jetzt natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielen lieben Dank nochmal, meine liebe Zuschauerin, die mich quasi auf diese Idee gebracht hat. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Klickt euch auf jeden Fall meine letzten beiden Videos ein und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!